Heute reden wir über Erfolg und den größten Erfolgskiller, den du als Mann bzw. der dir als Mann im Weg steht und wie du ihn überwindest und den Erfolg mit Frauen im Leben hast, den du dir immer vorgestellt hast. Willkommen zurück, schön, dass du wieder da bist, heute zu einem ganz, ganz wichtigen Thema, Thema Erfolg, aber einem ganz wichtigen Unterthema, also einem Punkt, den ich machen möchte, der mir persönlich sehr am Herzen liegt. Na, du bist natürlich hier, weil du erfolgreich mit Frauen sein willst, du bist hier, weil du erfolgreich im Leben werden willst, erfolgreich als Mann, nenne ich jetzt mal das Ganze als Begriff. Und ich sehe immer wieder und gerade in den heutigen Zeiten immer mehr, aber auch bei mir selber, einen der größten Feinde, einen der größten Killer für deinen persönlichen Erfolg. Darüber reden wir heute und ich erkläre dir, wie du diesen Killer umschiffst und was du stattdessen machen solltest. Also, was ist dieser große Killer, von dem ich rede, der deinen Erfolg zerstört? Na, er hat auch viel mit den neuen sozialen Medien zu tun, mit Plattformen wie Instagram, Plattformen wie Facebook, Twitter, Snapchat, was auch immer. Denn immer wenn wir erfolgreich sind, brauchen wir natürlich auch einen Maßstab, an dem wir uns messen können. Ja, du kannst natürlich nicht sagen, hey, ich bin erfolgreich, weil nix, sondern du musst sagen, hey, ich bin erfolgreich, erfolgreicher als der, erfolgreicher als die. Das ist der Maßstab, an dem wir uns oft messen. Ja, du schaust dir jetzt vielleicht meine Videos an und denkst dir, mein Gott, ich bin viel weniger erfolgreich mit Frauen als der Tim oder du, keine Ahnung, bist vielleicht übergewichtig und willst abnehmen und denkst dir, Mann, ich bin viel weniger erfolgreich als diese Fitnessmodels auf Instagram, die den perfekten Körper haben und das demotiviert dich natürlich und das ist vollkommen verständlich. Und das ist das große Problem heutzutage oder allgemein, gerade speziell mit dem sich mit anderen Männern vergleichen. Das ist so eine Tendenz, das haben ganz viele Männer und ich kenne das von mir selbst und das ist der größte Stolperstein, der dir im Weg liegt zum richtigen Erfolg. Und Plattformen wie zum Beispiel Instagram machen das Ganze nur schlimmer. Nehmen wir uns mal als Beispiel den Fitness-Typen. Nehmen wir an, du bist übergewichtig und möchtest jetzt muskulös werden und du folgst auf Instagram irgendwelchen Fitness-Leuten. Die sind natürlich auf ihrer Reise an einem ganz anderen Punkt als du. Die sind super fit, super durchtrainiert und posten Bilder aus perfekten Positionen heraus und du denkst dir, Alter, das würde ich wahrscheinlich oder werde ich wahrscheinlich in meinem Leben niemals erreichen. Und weil du diese riesige Diskrepanz siehst zwischen dir jetzt und dem, was er da hat, das demotiviert dich natürlich. Und das ist in vielen Lebensbereichen so. Und wir tendieren halt dazu, beziehungsweise werden auch heutzutage dazu angehalten, uns mit solchen Leuten zu vergleichen, die deutlich über uns stehen. Ja? Und das Problem, speziell auf solchen Plattformen wie zum Beispiel Instagram, ist es jetzt, dass du diese Leute siehst, aber du siehst nicht deren Prozess. Du siehst nicht, was die alles haben machen müssen. Du siehst mich und meinen Erfolg mit Frauen oder meine Souveränität im Umgang mit Frauen und du siehst aber nicht, was ich machen musste, um dahin zu kommen. Du siehst nicht die ganzen Stunden, die ich investieren musste, die ganzen Ablehnungen, die ich erfahren musste, die Tage, die Wochen, die Monate, wo ich regelmäßig Jahre rausgegangen bin am Stück, Frauen angesprochen habe und alles Mögliche gelernt habe. Das siehst du nicht und das kann ich dir natürlich auch nicht zeigen, denn dann müsstest du mir ja im ganzen Leben folgen. Das können diese Fitnessleute dir nicht zeigen. Du siehst immer nur deren Ergebnis und dann siehst du, dass du hier bist an diesem Punkt, meinetwegen 500 Kilo übergewichtig als Extrembeispiel. Und hier ist dieser durchtrainierte, 80 Kilo schwere Mann, der super gut aussieht. Und du siehst diese riesige Distanz zwischen dir und ihm und denkst dir, das werde ich niemals schaffen. Weil da ist diese riesige Barriere, diese riesige Arbeit, die du leisten müsstest, um an diesen Punkt zu kommen. Und wenn man nur diesen Klotz von Arbeit vor sich sieht, egal worum es geht, dann ist man natürlich demotiviert und erreicht seine Ziele überhaupt nicht. Und ich weiß, dass mindestens 90% der Männer dazu tendieren, sich mit anderen Männern zu vergleichen und dann auch meistens mit denen, die bereits über einem stehen. Das ist ein großes Problem und raubt jegliche Motivation. Und jetzt möchte ich dir verraten, wie du wirklich erfolgreich werden kannst und mit wem du dich tatsächlich vergleichen solltest. Denn es gibt eine Person, mit der du dich vergleichen solltest. Es gibt eine Person, die ungefähr auf deinem Level ist, mit der du dich vergleichen solltest und die dir immer wieder Motivation geben wird. Und das bist du selbst. Du als Mann solltest dich jeden Tag nur mit dir selbst vergleichen. Du solltest dir immer die Frage stellen, wie war ich gestern, wie bin ich heute? Bin ich auf irgendeine Art und Weise besser geworden als heute, als es gestern war? Bin ich auf irgendeine Art und Weise in meinen Prozessen, die ich anstrebe, vorangekommen? Abnehmprozess, besser mit Frauen werden Prozess, Studium, Job, Schule, was auch immer es sein mag, der Prozess. Prozess ist ja egal hier an dieser Stelle, es geht ja allgemein darum, bin ich irgendwie vorangekommen? Und das will ich dazu sagen, dabei gelten auch negative Ergebnisse. Ja, es kann natürlich auch mal sein, dass wenn du jetzt, nehmen wir mal den Abnehmprozess nimmst, dass du falsche Informationen hast, aber aufgrund dieser Informationen handelst. Du willst zum Beispiel Muskeln aufbauen und isst nur Salat und
gar keine Proteine und nur Brötchen oder was auch immer und hast dadurch einen schlechten Muskelaufbau. Nehmen wir das mal als Beispiel. Und du, das ist halt das beste Wissen, das ist halt das Wissen, was du gerade hast. Und du hältst dich daran, du gehst den Prozess, aber kriegst schlechte Ergebnisse. Dann ist auch das was Positives, weil diese schlechten Ergebnisse, die musstest du erreichen, um jetzt lernen zu können, wie man es besser macht. Nehmen wir an, du hast irgendein Verhalten Frauen gegenüber, was die Frauen komplett abschreckt. Besser, du gehst erstmal mit diesem Verhalten in den Prozess und machst erstmal den Prozess und kriegst das Feedback von den Frauen, damit du es dann verbessern kannst. Das sind auch Fortschritte. Ne? Also ein Prozess, eine Entwicklung, die ist nicht so. Das ist nicht so eine Kurve. Das ist so eine Kurve. Ah, es geht hoch und dann gehst du wieder runter, dann Arm wieder hoch und runter. Aber auf Dauer geht es bergan, wenn du immer dabei bleibst. Frag dich also immer und niemals bitte, also frag dich niemals, hey, bin ich besser als dieses Fitnessmodel? Bin ich erfolgreicher? Sondern frag dich, bin ich im Vergleich zu meinem gestrigen Ich, zu meinem Ich vor einer Woche, zu meinem Ich vor einem Monat, einem Jahr, bin ich gewachsen? Und wenn ja, in welcher Form? Oder bin ich vielleicht nicht gewachsen? Und wenn ja, warum nicht? Denn das ist das große Problem. Nehmen wir mal an, du vergleichst dich jetzt mit diesem Fitnessmodel und das demotiviert dich komplett. Dann machst du vielleicht dem Ziel gegenüber absolut nichts mehr, weil du keine Motivation hast. Und wenn du dich dann mit dir selbst vergleichen würdest, angenommen vor einem Monat, dann würdest du nämlich feststellen, oh, du hast dich nicht positiv verändert, weil du dich mit der falschen Instanz verglichen hast. Ja, wir haben so eine Vergleichsgesellschaft. Vergleich dich mit dir selbst. Schau, wie war ich gestern? Bin ich vorangekommen? Und verstehe bitte auch, dass das kleine Ergebnisse sind. Es geht nicht darum, boah, bin ich jetzt, habe ich 10 Kilo abgenommen innerhalb von einem Tag? Habe ich jetzt eine Freundin gefunden innerhalb von einem Tag? Bin ich echt der krasse Checker mit Frauen geworden? Darum geht's nicht. Es geht um kleine Erfolge, kleine Prozesse. Nehmen wir mal an, du warst im Fitnesscenter. Super, ein Erfolg. Nehmen wir an, du hast 5 Frauen angesprochen. Eine Frau, 2 Frauen. Super, ein Erfolg. Du bist weitergekommen, weiter als du gestern warst. Du weißt mehr, als du gestern wusstest. Und das ist das Wichtige, der Prozess. Immer weitergehend. Und du musst verstehen, dass diese Sachen Zeit brauchen. Das ist ein ganz großer Punkt bei allen Menschen. Die Leute haben keine Geduld mehr, was auch daran liegt, dass wir so in dieser Schnippschnapp-Gesellschaft leben. Im Sinne von, ja, du kannst jetzt dir bei Lieferando schnell was bestellen, du kannst hier was zu essen bestellen, du kannst dir zu essen liefern lassen, du kannst hier gerade einen runterholen, du brauchst keine echten Frauen mehr anzusprechen, du kannst einfach ins Internet gehen. Wir haben so eine, wenn ich jetzt was Belohnungshaftes will, kriege ich es auch sofort Gesellschaft. Und dadurch haben wir verlernt oder vergessen, dass Dinge Zeit brauchen. Ja, wenn du was ansäst auf einem Acker, dann musst du es auch erstmal wachsen. Du musst es erstmal düngen, du musst Zeit rein investieren. Das ist immer so. Ja, manchmal kommen Leute zu mir, die über 40 Jahre lang Scheiße gebaut haben mit Frauen und sich dann wundern, warum sie innerhalb von 3 Monat nicht zum Oberking werden. Das ist ja ganz klar, du hast 40 Jahre lang Scheiße gebaut. Wenn du seit deinem bis zu deinem 40. Lebensjahr übergewichtig bist, dann kannst du ja nicht erwarten, dass du innerhalb von einem Jahr auf einmal krass durchtrainiert wirst. Das wird vielleicht mehrere Jahre dauern. Hab Geduld, du hast es lange falsch gemacht. Gib dem Prozess Zeit und schau dir immer an, habe ich mich im Vergleich zum vorherigen Tag minimal verbessert? Und wenn ja, dann bist du erfolgreich und dann ist das alles, was du tun musst. Und dann musst du nur Geduld haben. Geduld mit dir selber, mit dir als Mann. Denn die Entwicklung wird kommen. Vergleich dich nicht mit anderen, sondern immer mit deinem vorherigen Selbst. Das war meine Message, die wollte ich heute unbedingt loswerden. Ich freue mich, dass du dabei warst. Übermorgen gibt es das nächste Video. Schreib mir in die Kommentare, wie du es fandest. Vorschläge, Meinungen dazu. Links neben mir abonnierst du den Channel, wenn du es noch nicht gemacht hast. Unter mir kannst du dich für ein 3-Monats-Coaching bei mir bewerben. Das ist auch ein Prozess, 3-Monats-Coaching, in dem wir dafür sorgen, dass du eine Freundin findest, mehr Sex, was auch immer dein Ziel ist. Und unten rechts in der Ecke kommst du zu einem Video, das hieran anschließt. Schau das also unbedingt auch, wenn du bis hierhin geschaut hast. Ich freue mich, dass du dabei warst. Bis übermorgen. Ciao.